Armin, herzlichen Glückwunsch. Zehnter heute bei der Europameisterschaft hier am Etna. Wie ist der gegangen und wie war das Rennen für dich? Ja, vielen Dank. Taugt mir natürlich mega, dass ich heute Zehnter geworden bin. Das Rennen war eigentlich ganz schön cool, ja, hart, eisig. Nach dem ersten Ausstieg war ich beim ersten Wechsel Vierter. Da habe ich profitiert, weil ich ziemlich ein gutes Feld oben gehabt habe. Da habe ich alles kein Kart gehabt und doch sehr viele haben bis hin und her gegeben, weil es so rutschig war. Und mir ist aber noch leider beim Wechsel der Wind reingefahren ins Feld. Jetzt ist mir das Feld irgendwie zusammengebicht und ich habe einen Aufwind nach unten, habe ich um den Tunk geschissen, habe ich doppelt so lang gebraucht wie alle anderen, glaube ich. Und bin halt noch, glaube ich, als 15. 20. so ausgestartet wieder, mit einer Wut im Bauch natürlich. Und habe aber wieder souverän aufgeholt. Aufschließen habe ich nicht mehr gekannt, leider waren sie weg. Aber ich habe wieder mega aufholen können. Und ja, der Rundkurs war natürlich, ja, die Abfahrten waren jetzt nicht so schwer, aber es war mega zum Aufpassen, weil durch sehr viel Steine ausschauen und sehr eisig war und unübersichtliche Kurven waren. Und dann bin ich oben vom letzten Wechsel aus 11. raus und habe aber noch vor dem Ziel, dann haben wir noch einmal auffällen. Da war ich noch schneller als meine Konkurrenten und habe den 10. Platz hinausgeholt. Vielen Dank.